Vom feuerroten Schnäppchen zu VWs Bestseller, dem Golf. Matthias sucht heute den krassesten Tuning-Golf und findet den lautesten. Den goldigsten? Durch das Bremsen löst sich das Gold. Es muss dann regelmäßig nachvergoldet werden. Und den schnellsten. 300. Doch welcher ist am extremsten? Welcher ist der böse Golf? Erster Kandidat, der Europameister im DB Drag Racing. Ein Wettbewerb, bei dem es nur um die Lautstärke der Musikanlage geht. Diese hier wiegt 600 Kilo und drückt satte 22.000 Watt. Ob die Matthias jetzt so richtig wegblasen? Hi Tom, servus. Hi, grüß dich, servus. Schöne Farbe immer. Dankeschön, dankeschön. Folie. Aber darum geht's ja bei dem Auto nicht. Nee. Sondern um die Musikanlage. Da ist mit Einkaufen dann nichts mehr, ne? Das ist wirklich nur auf effizient gebaut. Effizient heißt bei Tom extremer Schalldruck auf Wettkampfniveau. Okay. Das war jetzt ungefähr die Hälfte. Das war die Hälfte? Die Hälfte. Wie? Halbe Leistung aus diesem Grund, da das Gehäuse für den Innenraum konzipiert ist und sobald der Kofferraumdeckel offen ist, fehlt der Gegendruck. Dann zerstört sich das Gehäuse von selbst. Das Gehäuse nicht, aber der Subwoofer. Der Subwoofer kann passieren, wenn der Gegendruck fehlt, dass er... Fliegen dann die Dinger da raus, oder was? Im Leinhaft ausgewirkt, ja. Also Deckel zu und vor zur Motorhaube. Denn die Lichtmaschine schafft es nicht von alleine, die drei fetten Batterien aufzuladen. Die fahrende Boombox braucht quasi Starthilfe. Für satte 150 Dezibel muss per Ladegerät wieder Strom ins System. Ansonsten fehlt schnell der Saft. Also, wenn du jetzt voll aufdrehst, ist das Ding innerhalb von 1 Minute 30 leer, oder was? Das kann man sagen, ja. Okay. Ja, dann bitte walten Sie Ihres Amtes. 120 Dezibel sind so laut wie ein Düsenjet. Bei 170 dB können die Organe wegen des hohen Schalldrucks versagen. Für den Test wird ein tiefer Basston eingespielt. Trotz der Schalldämmung sieht man, wie stark das Material arbeitet. Dafür gibt's rekordverdächtige 155,3 Dezibel. Ein Golf ist immer am lautesten. Ein Golf in der Regel ein von den lautesten Autos mit geringem Aufwand. 30.000 Euro kostet diese High-End-Anlage, ohne Einbau wohlgemerkt. Und wie fühlt sich das auf der Piste an? Sieht so aus, als ob Herrn Malmedy der Motor zum ersten Mal egal ist. Ich krieg irgendwie das Grinsen nicht mehr weg. Wir fahren mit 60 km/h im vierten Gang durch die Gegend und der Malmedy ist am Grinsen. Da ist irgendwas anders als sonst. Was lustig ist, ist, dass ich das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht kriege. So, ich würde jetzt am liebsten sofort wieder einsteigen und noch mal aufdrehen. Weiter geht's mit Kandidat 2. Der ist richtig goldig. Christian Teng hat etwas ganz Besonderes in der Garage stehen. Was ist denn das bitte? Das ist ein Golf 2 oder es war einmal einer. Denn hier wurde wirklich jede Ecke verchromt und vergoldet und aufs Edelste verfeinert. Damit gibt's auf jedem VW-Treffen einen Pokal. Und 2015 Platz 4 beim heiß umkämpften European Tuning Showdown. Christians Goldgolf ist mehr stehendes Kunstobjekt als fahrendes Auto. Erzähl mal, was ist, also ich sehe viel Chrom, was ist das? Gold. Das ist vergoldet. Gold. Das ist Industriegold. Also ist alles, was hier Gold glänzt, das ist, Gold. Ist vergoldet. Ja, das ist vergoldet, ja. Was kostet so eine Schraube, wenn die vergoldet ist? 1,50. 1,50? Ungefähr. Dann nehme ich 10 davon, bitte. Sieht echt cool aus. Wie lange kannst du sagen, wie viel Geld du nur in den Motorraum gesteckt hast und wie lange das gedauert hat, bis er so aussah? Kein Kommentar zum Geld. Come on, du musst doch mal was sagen. Nee. Die Schraube kostet 1,50. Zur verbauten Kohle ist Christian partout nichts zu entlocken. Also die Motorhaube, das könnte von mir sein. Das mache ich immer, wenn es um Leichtgewicht geht, baue ich die Motorhaube auch immer so um. Ja? Überall bei mir auch der Grund, weißt du? Der Motor leistet 174 PS, theoretisch jedenfalls. 3 Jahre Umbauzeit, aber wohl nie ganz fertig. Und warum eigentlich ein Golf? Ein Golf ist etwas einfacher zu bauen. Es ist schon ein bisschen ein Oldschool-Auto. Es ist okay, ein Youngtimer, ein dezenter Youngtimer.
Auch an Stellen, die man normalerweise nicht sieht, ist alles vom Feinsten. Alter. Nur die vergoldete Bremsscheibe, die braucht mal wieder etwas Make-up. Ja, durch das Bremsen löst sich das Gold. Es muss dann regelmäßig nachvergoldet werden. Wenn man hinter dir herfährt und du bremst, atmet man Goldstaub ein. Ist das so richtig? Könnte man sagen. Das ist richtig ein böser Golf, aber ich glaube, dass wir da noch ein bisschen was anderes finden werden. Was anderes? Das gibt's in diesem Tuning-Tempel in Berlin. Noch kein Golf zu sehen, aber Matthias spitzt die Lauscher. Ich glaube, ich höre da was. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und wer sitzt hinterm Steuer? Ein bekannter PS-Guru. Der Andreas ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Wir alle kennen ihn aus diversen Grip-Veranstaltungen. Genau. Denn Andreas tunt alles, was Räder und einen Motor hat. Das war's für mich. Ich hab genug. Wie's wohl diesmal läuft. So, Andreas, dann erzähl doch mal, was hast du mitgebracht? Was ist das? Was habe ich hier denn schon wieder? Ja, es ist ein 2-Liter V6, wie du siehst. Lass mich ganz kurz fragen, ist das ein böser Golf? Oder ist das vielleicht sogar der böse Golf? Das kann gut möglich sein. Das ist, wie gesagt, ein 2.8er, 24V-Motor, großer Turbolader, wie du siehst. Sehr, sehr GTX, großer Turbolader. GTX 40. Ja. Ja, ansonsten Wasserlade, Luftkühlung, alles so, ja, vernünftiger Auspuff, frei programmierbar, gerade abgestimmt. Wir sind gerade fertig, also du hast echt Glück. Ich muss mal gucken. Dann siehst hast du gerade eine Messung gemacht, oder ja, was? Ja, da kommt sie schon. 900? Ja. 900 PS? Ja, genau. Das ist okay. Das könnte sein, dass das hier der böse Golf ist. Dann fahren wir eine Runde, oder? Ja, aber nicht hier. Nee, hier habe ich auch keinen Bock. Ich will Straße, ich will Flugplatz, ich will Knallgas. 900 PS in einem Golf. In Worten, 900. Und die werden nur auf einer langen Rollbahn ausgefahren. Sicher ist sicher. Denn nur hier gibt's genügend Auslauf. Und da ist das Ding. Von außen graue Maus. Dem Kenner fallen dagegen gleich die großen Felgen auf. Understatement pur. Ein wahrer Golf im Schafspelz. 1100 Kilogramm leicht. Und nur das drin, was man wirklich zum Vollstrecken braucht. Unterm Blech ein turboaufgeladener VR6 am Limit. Mit Allrad und viel Mut geht dieses kantige Projektil in unter 10 Sekunden über die Viertelmeile. Böser geht's nicht. Öpf, 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 200. Alter Schwede! Wer es richtig eilig hat, knallt damit in gerade mal 6 Sekunden auf 200. Matthias tastet sich ran. Hier nochmal zum Genießen. Das ist keine Leistungsentwicklung, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Das ist eine Leistungsexplosion. Ich habe ein bisschen Schiss gerade. Das Krasse ist, dass dieser Motor bis 8500 Touren dreht. Und ich habe bis jetzt immer bis 7 Uhr gedreht. Wollen wir mal bis 8,5 machen? Ja? Ja! Hier zählt nur eins: möglichst viel Dampf. Aber ob das auch möglichst lange hält? Matthias ist das im Moment völlig egal. Leute! Und Matthias, zufrieden mit der Performance? Ich glaube, wir haben den bösen Golf gefunden. Und das Beste daran, der böse Golf ist auch noch Straßen zugelassen. Ich weiß nicht, welcher TÜV-Prüfer das gemacht hat, aber das muss ein echt cooler Typ sein. Ich nehme einen, Leute. Was kostet es? Rund 30.000 Euro. Das ist viel, aber immer noch deutlich günstiger als das hier. Porsche-Fan Sebastian hat einen 911 Turbo S dabei. Dank etwas Feinschliff leistet der Supersportler nun 620 PS. Und für über 200.000 Euro hat der krasse Elva auch eine Launch Control und ein Doppelkupplungsgetriebe an Bord. Das macht ihn zu einem ernsten Gegner. Wie geht's? Ja, wenn ich dich sehe, geht's mir nicht mehr so richtig gut, ehrlich gesagt. Warum? Weil Turbo S ist natürlich böse, ne? Ja. Was geht dir dann auf 100, weißt du? 2,8 circa.
2,8. Ja. Okay. Das Problem ist, ich weiß, wie dieser Porsche performt. Der performt einfach perfekt. Du kannst mit diesem Auto Launch-Control-Starts machen, so viele du willst. Kannst du 10-mal hintereinander so einen Launch-Control-Start machen und der macht dich immer gleich delivered, immer gleich 3 Sekunden von 0 auf 100. Bam! Und ich bin hier, ne? Und muss handschalten. Das ist halt oldschool. Da muss der Matze sich konzentrieren, da muss er mal was arbeiten und da kann halt auch was bei schief gehen. Gefahren wird ein Drag Race über die Viertelmeile. Matthias' böser Golf hat zwar fast 300 PS mehr und ebenfalls Allrad, aber bekommt er die ganze Power auch auf den Asphalt? Versaut er jetzt den Start, ist das Rennen schon fast gelaufen. Beide starten gut. Doch dann zündet Matthias den Turbo-Boost. Matthias zieht gnadenlos davon. Der 900 PS Golf ist ein Porsche-Killer. Porsche Turbo S in getuned, mit dem Golf 2 lang gemacht. Kann ein Sonntag schöner sein? Not. Sebastian im Turbo Elfer findet es allerdings nicht ganz so lustig. So Leute, ich würde sagen, damit ist bewiesen, das hier ist ein böser Golf. Und wir haben, glaube ich, so ziemlich den bösesten in ganz Deutschland gefunden. Wenn ihr noch einen böseren habt, meldet euch. Wir fahren ihn sehr gerne.